die Arnesser-Meisterschaft 2024. Dieser rot-gelbe Kurs wird heute gefahren. So habe ich diese Strecke gefahren. Und jetzt der erste Start. Beim ersten Start dabei die beiden Konga, Helga und Surfer Klaus. Der dritte Start, die H-Boote, Knarr und noch andere Boote. Thank you.
Ich glaube, Klaus rutscht da oben noch vorbei, ja? Ja. Lassen Sie mal sehen, wer vorne wird. Noch, na, jetzt hat er wieder ein bisschen Loch. Jetzt ist er durch, glaube ich. Das ist der Rücken, das ist der Rücken, das ist der Rücken. Ah!
Thank you.
Noch ist nichts zu sehen. Da kommt zwar schon einer, sieht aus wie eine Konga. Mal sehen. Das ist die Konga Dude und die Konga Gurke, die dort als erste Boote ankommen. Und danach ist auch schon Laser Milo zu sehen. First Ship Home wird die Dude sein, die Konga Dude und knapp dahinter die Konga Gurke. Und da wieder knapp dahinter Laser Milo. Die sind richtig gut gefahren. Konga Dude und Konga Gurke. Aber auch Laser Milo aus dem zweiten Start ist gut dabei. So, und da sind auch schon die nächsten zu sehen. Es ist natürlich das H-Boot, die feine Art. Und aus dem zweiten Start, ach nee, doch nicht. Und eine J70. Die Jole Taxi, feine Art, H-Boot mit Helmut Clausen, sehr gut gefahren. Natürlich wieder die ersten. Jetzt im Ziel. Ja, da ist er im Ziel. Isabel mit Hauke rum und knapp dahinter Sunrider und wieder knapp dahinter mit dem grünen Spiel, das ist da kommen sie mit Speed ins Ziel, Isabel. Ilsebil, Sunrider und der Vierteltonner Zucker im Ziel. Sunrider? Wie heißt die da? Das ist Harbold Schleidealer aus Kappeln. Da kommt die Knarr Triton. Die Knarr Zora noch vor Alicia reinkommen? Mal sehen. Nein, Alicia hat richtig Speed. Ei, sieht gut aus. Die Zora Knarr von Manfred Regener im Ziel. Nochmal die Alicia Bittmoor beim Zieleinlauf. Laser Nummer, mit der Nummer 2 im Ziel. Thank you.
Der Flying Cruiser Helga im Ziel. Nun soll es gleich losgehen mit der Siegerehrung. Kathleen, Maurice, Lisa und Uwe hier auf die Bühne. Und ohne die Arbeit auf der Brücke wird es natürlich auch nicht funktionieren. Und deswegen sagen wir ein ganz großes Dankeschön an Olivia, Maike, Güde, Celia und Olaf. Ein großes Dankeschön an die Schleiperle, die immer zur Verfügung steht, damit wir die Regatten dort machen können. Und deswegen darf auch jetzt einmal jemand von der Schleiperle nach vorne kommen. So, und damit kommen wir jetzt zur eigentlichen Siegerehrung. Auf Platz 19 hat heute die Helga mit 37 Punkten den 19. Platz gemacht. Davor ist Klaus Darms mit 36 Punkten. Klaus hat tapfer gekämpft und eine Wettfahrt gemacht. Super gemacht, Klaus. Aller Zeiten. Hallo. Auf Platz 17 ist Jette Schippler gesegelt mit 34 Punkten. Hallo. Davor die Kenter Queen auf Platz 16 mit 33 Punkten. Schleidealer hat den 15. Platz mit 29 Punkten gemacht. Wow. Davor auf Platz 14 Alicia Beth-Moore mit 27 Punkten. Dann kommt auf Platz 13 Frieda mit 26 Punkten. So, und jetzt kommen zwei Konga. Dieses Mal war es eine Regatta ohne spezielle Tonnenmanöver und ohne irgendwelche Zwischenfälle. Burke auf Platz 12 mit 22 Punkten. Und Knut auf Platz 11 mit 20 Punkten. Dann kommen zwei Knarrboote. Da ist ein halber Punkt zwischen den beiden Knarrbooten. Platz 10er Triton mit 17 Punkten gemacht. Und die Zora mit 16,5 Punkten. Hallo!
heute eine X99 dabei. Das erste Mal, vielleicht segelt ihr auch weiterhin mit. Rosi hat den Platz 8 mit 14 Punkten gemacht. Und jetzt ist es ganz schwierig geworden. Drei Boote mit 13 Punkten. Wow. Und da haben wir jetzt ausgerechnet, dass Ilsebill den 7. Platz gemacht hat, Joe Le Taxi den 6. und Milo den 5. Ist denn von Ilsebill jemand da? Milo. Milo fehlt. Wo ist der Milo? Nimmt jemand die Tasse mit? Auf Platz 4 haben wir, ach nee, doch nicht, mit 10 Punkten. Holger, Tanz und Feuer! So, jetzt kommen wir zu den ersten drei Plätzen. Der dritte Platz mit 9 Punkten, den hat Zucker gemacht. Für die feine Art. So, und den ersten Platz hat Sunrider mit 3 Punkten. Wiederkommen, die kriegen dann nicht auch eine Tasse. So, und damit ist die Vereinsregatta für dieses Jahr schon wieder zu Ende vorbei und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Und wünschen euch jetzt allen noch einen super schönen Abend hier beim Arnisser Stadtfest. She's the last dance for. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go in, have your fun. Laugh and sing while we're apart. Don't give your heart. Don't forget us.